Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Leute. Ich habe ein längeres Video angeschaut jetzt, habe auch auf meinem WhatsApp-Status was geteilt und auch auf Facebook. Ja, zum Thema Coronavirus und Impfung gab es schon lange unzählig viele Patente. Ich habe da einzelne Sequenzen gepostet, aber hört euch das ganze Interview an. Es ist auch deutsch übersetzt oder jeweils zusammengefasst in Deutsch. Und ja, wenn die ganze Geschichte mit dem Coronavirus und der Pandemie nicht wirklich aufgearbeitet wird, und zwar restlos, offen, ehrlich und transparent, und dann auch in Geschichtsbüchern an Schulen bearbeitet wird, dann muss man sich keine Geschichtsaufarbeitung aus dem Dritten Reich mehr antun, weil dann sind wir Heuchler und beschäftigen uns mit der Vergangenheit und diskutieren darüber, dass so etwas nie mehr wieder passieren darf. Lass uns aber in der Gegenwart zu. Und dulden das stillschweigend, dass in Zukunft weiterhin solche Dinge passieren. Das heißt, wie nehmen wir jetzt alle, die es eigentlich wussten, in die Pflicht und ziehen sie zur Verantwortung? Das beschäftigt mich. Und da geht es nicht immer nur, ja, der oben hat gesagt. So, Ärzte, Klinikleiter, Behördenmitarbeiter, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Bürgermeister, auch Pastoren, Pfarrer, die gewarnt wurden, die es hätten wissen müssen, die aber gesagt haben, wir sind brave Bürger und wir befolgen das, was die Politik uns sagt, die Verordnungen, die Maßnahmen, und wir möchten ja das Ganze unterstützen, wir übernehmen Verantwortung, wir sind nicht egoistisch, wir laufen nicht ohne Maske rum, wir lassen uns impfen. Ja, das Ganze platzt jetzt irgendwann und es wird mich nicht erstaunen, wenn das im Sande verläuft. Es wird mich nicht erstaunen, wenn es im Sande verläuft und man geht wieder zur neuen Normalität über, die jetzt halt ein bisschen anders wo man ein bisschen mehr, nicht mehr so individuell lebt und denkt, sondern mehr im Kollektiv, so in Richtung China. Vielleicht auch mit einem Social Scoring System, weil Egoismus und Individualismus wird abgelöst. Es kommt jetzt der Sozialismus oder wie man das auch immer bezeichnen will, was jetzt kommt. Ich möchte, dass Menschen sich in Zukunft der Wahrheit und nichts als der Wahrheit verpflichten. Jetzt gibt es natürlich wieder Leute, die sagen, ja, man kann nicht immer alles den Leuten sagen. Die sind da nicht fähig, das aufzunehmen. Die werden panisch reagieren und. Nein. Ist genauso wie die Argumentation, dass die Deutschen nicht fähig sind für eine direkte Demokratie. Ja, wenn man sie konditioniert und unfähig macht, für ihre eigenen Entscheidungen auch auf Staatsebene Verantwortung zu übernehmen, dann kann man leicht sagen, die sind nicht fähig und die würde dann falsche Entscheidungen treffen. Aber wenn wir das Ganze wieder in diese Richtung bringen, dann werden die Leute lernen und sie werden sich überlegen, wie sie entscheiden. Dass es dann immer noch falsche Entscheidungen gibt, ist normal, ist Teil von einem Lernprozess, sowohl vom Einzelnen, wenn ich die Hand als Kind auf die Herdplatte lege, mache ich in der Regel nur einmal. Als auch im Kollektiv, wenn ich als Kollektiv Entscheidungen treffe, dann trage ich für diese Entscheidungen die Konsequenzen. Und die Frage ist einfach, in was für einer Welt, in was für einem
Regelwerk wollen wir in Zukunft leben? Und das mal so ein paar Gedanken. Guckt euch das Video an auf BitChute vom Corona-Ausschuss. Hoch, hoch interessant. Ja, teilt das Video, teilt es bitte. Ich glaube, es ist extrem wichtig. Es ist am Ende alles belegt. Ja? Dieses ganze Verbrechen ist am Ende belegt. Da gibt es dann nicht mehr irgendwie so Interpretationsspielräume, glaube ich, aus meiner Sicht. Das wird alles ans Licht kommen. Und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Mit denen, die es wussten, die das Ganze möglich gemacht haben, den Betrug, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ja, wie werden vielleicht Regelwerke geschaffen, damit sowas nicht mehr passiert? Weiß ich nicht, ob das möglich ist, aber ich hoffe, dass es in unserem Bewusstsein was verändert. Es gab natürlich Diskussionen und Spaltungen bis in die Familien hinein. Das war wahrscheinlich im Dritten Reich nicht anders. Ja? Da waren die, die gesagt haben, jetzt lehn du dich doch nicht als Einziger auf und mach dir selber Probleme und uns auch noch als Familie. Und halt's Maul, schwimm mit, mach mit, erfüll deine Pflicht, das, was man dir von oben sagt. Du befolgst ja nur Befehle. Ja, so läuft das System. It's up to you, wie du dich entscheidest, wie du dich verhältst und für was für Werte und was für eine Welt du dich engagierst. Schönen Sonntag euch. Macht's gut. Ciao, ciao.